Heute Nachmittag in Aumühle bei Hamburg. Trauerfeier für den ehemaligen Großadmiral der Kriegsmarine und Reichspräsidenten für 23 Tage, für den Nachfolger Hitlers, Karl Dönitz. Guten Abend und willkommen zum Heute-Journal. Karl Dönitz ist 89 Jahre alt geworden und an Heiligabend gestorben. Bis zum Schluss war er umstritten und seine Beerdigung löste so etwas wie Unsicherheit und Betretenheit aus. Die einen werfen ihm den Tod vieler U-Boot-Fahrer vor, andere sind ihm dankbar, weil er bei Kriegsende Millionen Deutsche vor der russischen Armee gerettet hat. Von der Beisetzung in Aumühle bei Hamburg berichtet Norbert Harlinghausen. Es war zu erwarten, dass der letzte Oberbefehlshaber und Präsident des untergegangenen Reichs, dass der Großadmiral Karl Dönitz, ein großes Begräbnis haben würde. Tausende waren bereits am Morgen zum Waldfriedhof Aumühle gekommen, um mit ihren Namen Präsenz zu melden und dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Und diesen letzten Ehrenbeweis meinen sie ehrlich. Für die meisten von denen, die nach Aumühle kamen, war der Karl Dönitz zunächst Soldat. Einer der bedeutendsten deutschen Marinekommandeure und ein Patriot. Und nur das. Da ist aber auch Vergangenheit zur Stelle, unbewältigte und unverständliche Vergangenheit, die sich aus einem unwirklichen, aber doch realen Kerker in Erinnerung bringt. Wie unscharf diese Vergangenheit werden kann, sieht man hier. Der Mann, der wegen Kriegsverbrechen in Italien lebenslang in Festungshaft sitzen wird, heißt Walter, nicht Werner Reeder. Die Grenze sind Bekundungen treuer Kameradschaft, des Respekts vor dem Soldaten und der Achtung auch von draußen und Grüße von Namensvettern aus Amerika. Für das Ereignis war die Bismarck-Kapelle zu klein. Ehemalige Offiziere hielten die Ehrenwache dekoriert mit dem Ritterkreuz. Das Ordenskissen dokumentiert Tapferkeit und Rang des Großadmirals. Es weist zugleich darauf hin, dass diese Geste hier privat ist. Die Bundesregierung hat mit verständlichen Argumenten das Begräbnis nicht zur Kenntnis genommen. Für diese mögen solche Argumente bestreitbar sein. Sie sehen in Karl Dönitz den tapferen Mann, der nichts als seine Pflicht getan hat fürs Vaterland. Dass Pflichterfüllung in den Konflikt mit dem Gewissen geriet, dass Vaterland und Führer nicht deckungsgleich gewesen sind, das ist ihr Problem und es war das Problem des Karl Dönitz. Dass nicht eben alle Soldaten einen Toten in diesem Gewissenszwist zu Grabe trugen, bewies der Oberst Rudel, der in Aumühle Autogramme unters Volk brachte. Aber Karl Dönitz ist dennoch würdig zu Grabe getragen worden. Es war ein Begräbnis, zu dem sich Kameraden trafen, alte Soldaten. Aber diese Beisetzung war eben auch ein Hinweis auf ein tragisches und düsteres Kapitel deutscher Geschichte, in der Karl Dönitz nach seinem Verständnis und nach seiner Überzeugung nichts anderes getan hat als seine Pflicht. Wohl wissend, dass die Nachwelt es sich in ihrem Urteil über ihn so leicht nicht machen wird. Wir machen es uns nicht nur schwer, es ist schwer für uns Deutsche, die Form zu finden, in der ein Mann wie Dönitz zu begraben ist. Einer, der alle Eigenschaften hatte, die damals zum großen Soldaten gehörten, bis hin zum blinden Vertrauen in Hitler. Einer, den seine damaligen Gegner heute noch bewundern. Einer, den seine Zeit, sein Ehrgeiz, seine Begabung und sein Nationalismus zu dem machten, was er eben auch war, der Handlanger eines Verbrechers. Was also haben wir mit ihm zu schaffen? Vergessen wir ihn der Einfachheit halber? Können wir lernen von ihm? Und wenn ja, was? Fragen zu Dönitz an den Historiker Helmut Diewald von Oswald Toppel. Ist er in irgendeiner Weise ein, ich will nicht sagen Vorbild, sondern überhaupt eine Person, der man noch gedenken sollte?
Ich meine, diese einseitige, etwas bewusst zugespitzte Perspektive, dass er verantwortlich war, mitverantwortlich war und wesentlich verantwortlich war für einen Krieg, der von vornherein, nicht nur erst in seinen letzten Phasen, sondern von vornherein ein auf Verlust gestellter Krieg war, dass diese Perspektive wahrscheinlich für ihn selbst nicht genügt. Sondern er hat sich, ich gebe ganz offen zu, das ist sicherlich seine Perspektive, er hat sich als mit Deutschland identisch angesehen. Er hat viel von dem preußischen Pflichtbegriff in sich verkörpert gesehen, auch in seinen Handlungen. Und er war das, was man mit welchen Vorzeichen auch immer, ein unpolitischer General oder ein unpolitischer Offizier oder ein Admiral. So hätte er sich eingeschätzt. Aber die Identifikation Deutschland-Hitler, die hat er zweifellos vollzogen gehabt. Ja, und das macht das Ganze ja etwas brüchig. Was ist er heute für uns heute? Die Marine hat heute ihre Traditionslisten. Dönitz ist in den Traditionslisten nicht aufgeführt. Seltsamerweise respektieren die früheren Kriegsgegner ihn als einen Gegner hohen Formats und erweisen ihm innerhalb des militärischen Bereichs den ihm zustehenden Respekt. Die Frage ist, ist eine solche Haltung für uns nachvollziehbar? Nachvollziehbar sicherlich. Ist es für uns aber auch im Hinblick auf das schwierige Verhältnis sowohl der Bundeswehr als auch der Bundesmarine zur Tradition, ist es möglich, Dönitz hier auszuklammern? Die U-Boot-Waffe wird es nicht tun. Tja, und würden Sie es tun? Als Historiker, ich gebe ganz offen zu, Gott sei Dank stehe ich nicht vor der Notwendigkeit, dies zu entscheiden. Ja, sollen wir ihn, ich frage es nochmal einfacher und deutlicher, sollen wir ihn Grenze winden? Grenze winden nicht. Wir sollen ihm aber den ihm zweifellos in einem hohen Maß auch zustehenden Respekt erweisen. Auch in seinen Irrtümern. Denn er war kein Schlechter. Aber ein Brauner. Ein Brauner war er, er war aber kein Schlechter. Ein Brauner, aber kein Schlechter, so kann man das also auch formulieren. Nicht ganz falsch und nicht ganz richtig. Zu verschwommen, finde ich, um der Tragik gerecht zu werden, die in der Figur Dönitz liegt. Und zu verniedlicht, um klarzumachen, dass hier ein Mann gescheitert ist, der seine preußischen Pflichten, vor allem den Gehorsam, absolut verstanden hat. Und schließlich bis zu seinem Ende nicht begriff, was daran falsch ist. Der Nachrichtenüberblick im Heute-Journal. Stuttgart. Der FDP-Vorsitzende Genscher hat die Forderung der DDR nach Anerkennung einer eigenen Staatsbürgerschaft zurückgewiesen. Deutsche aus der DDR durften nicht durch Gesetz oder auf andere Weise zu Ausländern gemacht werden. Zum Abschluss des traditionellen Dreikönigstreffens der südwestdeutschen Liberalen sagte Genscher auch, das deutsch-deutsche Verhältnis könne nicht aus einer Klimaverschlechterung zwischen Ost und West herausgehalten werden. Es dürfe aber auch keine zusätzlichen Belastungen verursachen. Genf. Am Vorabend der Namibia-Konferenz hat Bundesaußenminister Genscher in einem Gespräch mit UNO-Sekretär Waldheim das deutsche Interesse an einem Erfolg der Verhandlungen unterstrichen. Vertrauen zwischen den beteiligten Gruppen sei eine wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung der UNO-Resolution, die die Unabhängigkeit des früheren Südwestafrika noch in diesem Jahr vorsieht. Die Bundesrepublik Deutschland gehört neben den USA, Kanada, Großbritannien und Frankreich zu den Urhebern des UNO-Plans. Bei der Genfer Konferenz werden Vertreter der südafrikanischen Regierung und der Befreiungsfront SWAPO zum ersten Mal gemeinsam am Verhandlungstisch sitzen. Ost-Berlin. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, Klunker, hat sich dafür ausgesprochen, die Beziehungen zwischen den Menschen in beiden deutschen Staaten zu verbessern. Dies müsse trotz unterschiedlicher Auffassungen und Aufgaben der Gewerkschaften versucht werden. Klunker hält sich mit einer ÖTV-Delegation auf Einladung des DDR-Gewerkschaftsbundes zu einem viertägigen Besuch in Ost-Berlin auf. Rom. Der entführte Richter Giovanni D'Urso hat seinen Angehörigen einen Brief geschrieben. Darin soll D'Urso seine Familie angeblich auffordern, dafür zu sorgen, dass Verlautbarungen der Terrororganisation Rote Brigaden in italienischen Zeitungen veröffentlicht werden.
In einem Kommuniqué hatten die Roten Brigaden den Abdruck politischer Stellungnahmen von Gefangenen verlangt, andernfalls werde D'Urso getötet. Die italienische Fernsehanstalt RAI und mehrere große Zeitungen wollen ihre Berichterstattung über den Entführungsfall einschränken, um nicht zum Sprachrohr der Roten Brigaden zu werden. Im Austausch für den entführten Richter hat sich der Bischof von Ivrea in der Provinz Piemont als Geisel angeboten. Teheran. Nach Meldung des iranischen Rundfunks ist die Front zwischen Iran und dem Irak in Bewegung geraten. Wie Radio Teheran berichtet, sollen die Iraner gestern eine Gegenoffensive gestartet und dabei große Erfolge errungen haben. Bei der Stadt Ahvaz seien die gegnerischen Truppen 22 Kilometer weit zurückgeschlagen worden. 550 Iraker seien getötet und rund 2000 gefangen genommen worden. Im Gegensatz dazu erklärte der Irak, die feindlichen Angriffe seien erfolgreich abgewehrt worden. Soweit der Nachrichtenüberblick im Heute-Journal. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Dietrich Stoppe, hat auch heute vor dem Senat kein Sterbenswörtchen über seine geplante Senatsumbildung verloren. Er hat nur angekündigt, dass er am Donnerstag oder am Freitag der SPD-Fraktion seine Pläne vortragen will. In Berlin tanzen also immer noch alle Puppen. Der CDU-Landesvorsitzende Lorenz zum Beispiel hat die Landesvorsitzenden der SPD und der FDP, Stoppe und Lüder, zu einem Gespräch eingeladen. Und Richard von Weizsäcker hat den Senat als handlungsunfähig bezeichnet. Am Nachmittag jedenfalls hat sich der Landesvorstand der Berliner FDP im Schöneberger Rathaus versammelt, und zwar um das zu tun, was man immer tut, wenn man ratlos ist, beraten. Aus Berlin, Werner Brüssau. Die Beulen in Dietrich Stoppes Regierungskarosse sind nicht mehr zu übersehen. Der Garski-Skandal, also die vom Berliner Senat zu tragende Verantwortung für eine 120 Millionen Pleite in der Wüste Saudi-Arabiens, hat SPD und FDP gleichermaßen getroffen. Architekt Garski, FDP-Mitglied und guter Bekannter von Bürgermeister Lüder, schaut vermutlich aus dem sicheren Ausland zu, wie die Folgen seines geschäftlichen Zusammenbruchs nun auch seine Partei und den Berliner Senat erfassen. Die Sitzungen und Unterredungen in der FDP begannen heute Morgen und dauern zurzeit noch an. Parteivorsitzender Lüder ist in seiner Eigenschaft als Wirtschaftssenator mehr als gefährdet. Für den späten Nachmittag hatte er eine Vorstandssitzung einberufen. Herr Lüder, was hat der Landesvorstand beschlossen? Der Landesvorstand hat seine Haltung deutlich gemacht, dass über eine Frage eines Rücktritts vom Amt des Wirtschaftssenators weder unter Zeitdruck noch zum gegenwärtigen Zeitpunkt beraten werden sollte. Wir haben noch einmal darauf hingewiesen, dass die FDP-Fraktion die erste Fraktion war, die einen Untersuchungsausschuss gefordert hat. Und von da aus ist es eigentlich nur konsequent, dass ich vor dem Untersuchungsausschuss meine politische Verantwortung für das Handeln meiner Mitarbeiter und für mein eigenes Handeln in der Angelegenheit wahrnehme. Sie möchten sich also von der gestrigen Ankündigung des regierenden Bürgermeisters zur Senatsumbildung nicht überrumpeln lassen? Ich stehe im Gespräch mit dem regierenden Bürgermeister über die Fragen einer möglichen Senatsumbildung. Aber meine Haltung war stets, dass dieses keine die FDP-Seite unmittelbar berührende Frage ist. Herr Lüder, bisher haben im Fall Garski die politischen Verantwortlichen ihre Hände in Unschuld gewaschen. Wird das so bleiben, wenn der Untersuchungsausschuss tagen wird? Also ich weiß nicht, ob man hier Worte wie Unschuld und anderes gebrauchen sollte. Dazu ist die Angelegenheit eine andere Materie und ja auch sehr ernst. Nein, es kommt hier darauf an, dass ich jedenfalls überzeugt davon bin, dass meine Mitarbeiter und ich verantwortlich und korrekt in dieser Angelegenheit gehandelt haben. Und ich gehe mit der Gelassenheit des guten Gewissens einem Untersuchungsausschuss entgegen. Könnte es sein, dass der Wirtschaftssenator Lüder in absehbarer Zeit vielleicht wieder Scheidungsrichter ist? Also erstens war ich Richter am Landgericht und zum Schluss in einer Scheidungskammer. Aber nun lassen Sie mal die Spekulationen darüber, über die Frage, was man nach einem Rücktritt macht, sollte man nachher nachdenken. Vorerst kommt es darauf an, in dieser Stadt und für diese Stadt erfolgreiche sozialliberale Politik zu machen. In London gibt es seit mehreren Wochen eine Max-Beckmann-Ausstellung, die zum ersten Mal 9 seiner 10 Triptychen zeigt. Und zwar zusammen. Die dreigeteilte Bildform, die aus der Gotik kommt und meist der Altarkunst vorbehalten war, hat Beckmann bis zu seinem Tod beschäftigt.
In Leipzig geboren, von den Nationalsozialisten als entarteter Künstler geächtet, verließ er 1937 Deutschland und kam nie wieder zurück. 1950 ist er in New York gestorben. Die Londoner Ausstellung, die noch bis Mitte Januar geöffnet ist und anschließend in die Bundesrepublik kommt, ist vom Publikum und von der britischen Presse gefeiert worden, wie nur ganz wenige Ausstellungen. Werner Rulf hat sie besucht. In den Arbeitervorstädten Londons öffnen von Pioniergeist inspirierte Kunst- und Bildungsinstitute Tür und Tor für alle. In solcher Stadtlandschaft siedeln sich risikofreudige Talenttheater an, die vor ausverkauften Häusern spielen. Und ein paar Schritte um die Ecke nur vom großen Straßenmarkt im früheren Hafenviertel des Londoner Ostens, die Whitechapel Art Gallery, eine Kunstgalerie, deren Veranstaltungskalender Kunstkritiker und Kunstkenner aus aller Welt rund um das Jahr in Begeisterung versetzt. Und auch diese Galerie gehört zum Londoner Phänomen der Kulturexplosion in den Vorstädten in den letzten Jahren. Und da kommen sie von überall, die Angestellten aus den Büros der Nachbarschaft, die Studenten, die Bürger der Stadtlandschaft des East End, die Kenner und Kunstliebhaber aus dem feinen Londoner Westen, die Taxichauffeure in der Mittagspause und vergleichen im preiswerten Selbstbedienungsrestaurant der Galerie ihre Eindrücke von den Schätzen der Ausstellung. Die Ausstellung des Augenblicks und bis Mitte Januar, die Triptychen Max Beckmanns. Ihre Zusammenstellung ein erstmaliges und einmaliges Ereignis. 10 Triptychen hat Beckmann von 1932 bis zu seinem Tode in New York im Jahre 1950 geschaffen. 9 der Triptychen sind hier erstmals versammelt. Vom 10. vermochte sich des Künstlers Witwe in Amerika nicht zu trennen. Akrobaten heißt dieses Werk, kurz vor Kriegsausbruch 1939 in der holländischen Emigration entstanden und von der Privatkollektion Morton May in St. Louis, USA zur Verfügung gestellt. Aus vorwiegend privaten Sammlungen und aus dem Besitz amerikanischer Universitäten die Werke dieser ungewöhnlichen Ausstellung, zu der aber auch aus Deutschland die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und das Folkwang-Museum in Essen beigetragen haben. Als die große Hoffnung der klassischen Malerei galt der junge Beckmann. Das apokalyptische Erlebnis des Grauens im Ersten Weltkrieg wandelte ihn zum verzweifelt verzweifelnden Interpreten einer unheilvoll der Heillosigkeit anfallenden heillosen Welt. Er glaubte an die Unsterblichkeit, sah aber im Diesseits nur Chaos um sich. Die Gestaltungsform des Triptychon dieser Gemälde, ihre bewusste Anlehnung an die Form kirchlicher Kunst des Spätmittelalters, reflektiert die Not des Menschen Beckmann. In der Krise humaner und christlicher Zivilisation, in der Krise, die das Problem unseres Lebens in dieser Zeit ist. Und wohl auch darum ist diese Ausstellung im Londoner Osten ein Publikumsmagnet. Und auch darum wohl kommentiert die Londoner Sunday Times, mit Beckmann präsentiere die Galerie England einen der größten und bedeutendsten Meister Europas in diesem Jahrhundert. Und zum Schluss das Wetter. Heftige Schneefälle und spiegelglatte Straßen legten heute Morgen den Verkehr in fast allen Bundesländern lahm. Und da half oft nur noch Nachschieben. Und jetzt wird's auch noch kalt. Heute Nacht gehen die Temperaturen teilweise bis minus 10 Grad zurück. Und auch morgen am Tag bleiben die Temperaturen meist unter dem Gefrierpunkt. Dabei wird es wechselnd bewölkt sein, es gibt Schneeschauer und am Alpenrand schneit es sowieso weiter. Das war's im Heute-Journal. Die letzten Meldungen 6 Minuten nach Mitternacht. Guten Abend. Unseren Fußballfreunden zum Gefallen haben wir, wie Sie wissen, unser Programm geändert. Den Beitrag Familienstern verwitwet verschieben wir auf einen späteren Sendetermin. Und nicht erst zur Spätvorstellung, schon jetzt bringen wir aus unserer Sendereihe des Broadways Liebstes Kind die originelle Verfilmung eines ebenso wehmütig wie ironischen Musicals Boyfriend. Gute Unterhaltung. Reich zu den Urhebern des UNO-Plans. Bei der Genfer Konferenz werden Vertreter der südafrikanischen Regierung und der Befreiungsfront SWAPO zum ersten Mal gemeinsam am Verhandlungstisch sitzen. Ost-Berlin.
Der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, Klunker, hat sich dafür ausgesprochen, die Beziehungen zwischen den Menschen in beiden deutschen Staaten zu verbessern. Dies müsse trotz unterschiedlicher Auffassungen und Aufgaben der Gewerkschaften versucht werden. Klunker hält sich mit einer ÖTV-Delegation auf Einladung des DDR-Gewerkschaftsbundes zu einem viertägigen Besuch in Ost-Berlin auf. Rom. Der entführte Richter Giovanni D'Urso hat seinen Angehörigen einen Brief geschrieben. Darin soll D'Urso seine Familie angeblich auffordern, dafür zu sorgen, dass Verlautbarungen der Terrororganisation Rote Brigaden in italienischen Zeitungen veröffentlicht werden. In einem Kommuniqué hatten die Roten Brigaden den Abdruck politischer Stellungnahmen von Gefangenen verlangt, andernfalls werde D'Urso getötet. Die italienische Fernsehanstalt RAI und mehrere große Zeitungen wollen ihre Berichterstattung über den Entführungsfall einschränken, um nicht zum Sprachrohr der Roten Brigaden zu werden. Im Austausch für den entführten Richter hat sich der Bischof von Ivrea in der Provinz Piemont als Geisel angeboten. Teheran. Nach Meldung des iranischen Rundfunks ist die Front zwischen Iran und dem Irak in Bewegung geraten. Wie Radio Teheran berichtet, sollen die Iraner gestern eine Gegenoffensive gestartet und dabei große Erfolge errungen haben. Bei der Stadt Ahvaz seien die gegnerischen Truppen 22 Kilometer weit zurückgeschlagen worden. 550 Iraker seien getötet und rund 2000 gefangen genommen worden. Im Gegensatz dazu erklärte der Irak, die feindlichen Angriffe seien erfolgreich abgewehrt worden. Soweit der Nachrichtenüberblick im Heute-Journal. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Dietrich Stoppe, hat auch heute vor dem Senat kein Sterbenswörtchen über seine geplante Senatsumbildung verloren. Er hat nur angekündigt, dass er am Donnerstag oder am Freitag der SPD-Fraktion seine Pläne vortragen will. In Berlin tanzen also immer noch alle Puppen. Der CDU-Landesvorsitzende Lorenz zum Beispiel hat die Landesvorsitzenden der SPD und der FDP, Stoppe und Lüder, zu einem Gespräch eingeladen. Und Richard von Weizsäcker hat den Senat als handlungsunfähig bezeichnet. Wir machen es uns nicht nur schwer, es ist schwer für uns Deutsche, die Form zu finden, in der ein Mann wie Dönitz zu begraben ist. Einer, der alle Eigenschaften hatte, die damals zum großen Soldaten gehörten, bis hin zum blinden Vertrauen in Hitler. Einer, den seine damaligen Gegner heute noch bewundern. Einer, den seine Zeit, sein Ehrgeiz, seine Begabung und sein Nationalismus zu dem machten, was er eben auch war, der Handlanger eines Verbrechers. Was also haben wir mit ihm zu schaffen? Vergessen wir ihn der Einfachheit halber? Können wir lernen von ihm? Und wenn ja, was? Fragen zu Dönitz an den Historiker Helmut Diewald von Oswald Toppel. Ist er in irgendeiner Weise ein, ich will nicht sagen Vorbild, sondern überhaupt eine Person, der man noch gedenken sollte? Ich meine, diese einseitige, etwas bewusst zugespitzte Perspektive, dass er wesentlich verantwortlich war für einen Krieg, der von vornherein, nicht nur erst in seinen letzten Phasen, sondern von vornherein ein auf Verlust gestellter Krieg war, dass diese Perspektive wahrscheinlich für ihn selbst nicht genügt. Sondern er hat sich, sicherlich seine Perspektive, er hat sich als mit Deutschland identisch angesehen. Er hat viel von dem preußischen Pflichtbegriff in sich verkörpert gesehen, auch in seinen Handlungen. Und er war das, was man mit welchen Vorzeichen auch immer, ein unpolitischer General oder ein unpolitischer Offizier oder ein Admiral. So hätte er sich eingeschätzt. Aber die Identifikation Deutschland-Hitler, die hat er zweifellos vollzogen gehabt. Ja, und das macht das Ganze ja etwas brüchig. Was ist er heute für uns heute? Die Marine hat heute ihre Traditionslisten. Dönitz ist in den Traditionslisten nicht aufgeführt. Seltsamerweise respektieren die früheren Kriegsgegner ihn als einen Gegner hohen Formats und erweisen ihm innerhalb des militärischen Bereichs den ihm zustehenden Respekt. Die Frage ist, ist eine solche Haltung für uns nach... Zunächst Soldat, einer der bedeutendsten deutschen Marinekommandeure und ein Patriot. Und nur das.
Da ist aber auch Vergangenheit zur Stelle, unbewältigte und unverständliche Vergangenheit, die sich aus einem unwirklichen, aber doch realen Kerker in Erinnerung bringt. Wie unscharf diese Vergangenheit werden kann, sieht man hier. Der Mann, der wegen Kriegsverbrechen in Italien lebenslang in Festungshaft sitzen wird, heißt Walter, nicht Werner Reeder. Die Grenze sind Bekundungen treuer Kameradschaft, des Respekts vor dem Soldaten und der Achtung auch von draußen und Grüße von Namensvettern aus Amerika. Für das Ereignis war die Bismarck-Kapelle zu klein. Ehemalige Offiziere hielten die Ehrenwache dekoriert mit dem Ritterkreuz. Das Ordenskissen dokumentiert Tapferkeit und Rang des Großadmirals. Es weist zugleich darauf hin, dass diese Geste hier privat ist. Die Bundesregierung hat mit verständlichen Argumenten das Begräbnis nicht zur Kenntnis genommen. Für diese mögen solche Argumente bestreitbar sein. Sie sehen in Karl Dönitz den tapferen Mann, der nichts als seine Pflicht getan hat fürs Vaterland. Dass Pflichterfüllung in den Konflikt mit dem Gewissen geriet, dass Vaterland und Führer nicht deckungsgleich gewesen sind, das ist ihr Problem und es war das Problem des Karl Dönitz. Österreich, haben Sie mich mal gefragt, wie wir uns vorkommen. Und dass nicht eben alle Soldaten einen Toten in diesem Gewissenszwist zu Grabe trugen, bewies der Oberst Rudel, der in Aumühle Autogramme unters Volk brachte. Aber Karl Dönitz ist dennoch würdig zu Grabe getragen worden. Es war ein Begräbnis, zu dem sich Kameraden trafen, alte Soldaten. Aber diese Beisetzung war eben auch ein Hinweis auf ein tragisches und düsteres Kapitel deutscher Geschichte, in der Karl Dönitz nach seinem Verständnis und nach seiner Überzeugung nichts anderes getan hat als seine Pflicht. Wohlwissend, dass die Nachwelt es sich in ihrem Urteil über ihn so leicht nicht machen wird. Heute Nachmittag in Aumühle bei Hamburg. Trauerfeier für den ehemaligen Großadmiral der Kriegsmarine und Reichspräsidenten für 23 Tage, für den Nachfolger Hitlers, Karl Dönitz. Guten Abend und willkommen zum Heute-Journal. Karl Dönitz ist 89 Jahre alt geworden und an Heiligabend gestorben. Bis zum Schluss war er umstritten und seine Beerdigung löste so etwas wie Unsicherheit und Betretenheit aus. Die einen werfen ihm den Tod vieler U-Boot-Fahrer vor, andere sind ihm dankbar, weil er bei Kriegsende Millionen Deutsche vor der russischen Armee gerettet hat. Von der Beisetzung in Aumühle bei Hamburg berichtet Norbert Harlinghausen. Es war zu erwarten, dass der letzte Oberbefehlshaber und Präsident des untergegangenen Reichs, dass der Großadmiral Karl Dönitz ein großes Begräbnis haben würde. Tausende waren bereits am Morgen zum Waldfriedhof Aumühle gekommen, um mit ihren Namen Präsenz zu melden und dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Und diesen letzten Ehrenbeweis meinen sie ehrlich. Für die meisten von denen, die nach Aumühle kamen, war der Karl Dönitz zu vollziehbar,
nachvollziehbar sicherlich. Ist es für uns aber auch im Hinblick auf das schwierige Verhältnis sowohl der Bundeswehr als auch der Bundesmarine zur Tradition, ist es möglich, Dönitz hier auszuklammern. Die U-Boot-Waffe wird es nicht tun. Tja, und würden Sie es tun? Als Historiker? Ich gebe ganz offen zu, Gott sei Dank stehe ich nicht vor der Notwendigkeit, dies zu entscheiden. Ja, sollen wir ihn, ich frage es nochmal einfacher und deutlicher, sollen wir ihn Grenze winden? Grenze winden nicht. Wir sollen ihm aber den ihm zweifellos in einem hohen Maß auch zustehenden Respekt erweisen. Auch in seinen Irrtümern. Denn er war kein Schlechter. Aber ein Brauner. Ein Brauner war er, er war aber kein Schlechter. Ein Brauner, aber kein Schlechter, so kann man das also auch formulieren. Nicht ganz falsch und nicht ganz richtig. Zu verschwommen, finde ich, um der Tragik gerecht zu werden, die in der Figur Dönitz liegt. Und zu verniedlicht, um klarzumachen, dass hier ein Mann gescheitert ist, der seine preußischen Pflichten, vor allem den Gehorsam, absolut verstanden hat und schließlich bis zu seinem Ende nicht begriff, was daran falsch ist. Der Nachrichtenüberblick im Heute-Journal. Stuttgart. Der FDP-Vorsitzende Genscher hat die Forderung der DDR nach Anerkennung einer eigenen Staatsbürgerschaft zurückgewiesen. Deutsche aus der DDR dürften nicht durch Gesetz oder auf andere Weise zu Ausländern gemacht werden. Zum Abschluss des traditionellen Dreikönigstreffens der südwestdeutschen Liberalen sagte Genscher auch, das deutsch-deutsche Verhältnis könne nicht aus einer Klimaverschlechterung zwischen Ost und West herausgehalten werden. Es dürfe aber auch keine zusätzlichen Belastungen verursachen. Genf. Am Vorabend der Namibia-Konferenz hat Bundesaußenminister Genscher in einem Gespräch mit UNO-Sekretär Waldheim das deutsche Interesse an einem Erfolg der Verhandlungen unterstrichen. Vertrauen zwischen den beteiligten Gruppen sei eine wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung der UNO-Resolution, die die Unabhängigkeit des früheren Südwestafrika noch in diesem Jahr vorsieht. Die Bundesrepublik Deutschland gehört neben den USA, Kanada, Großbritannien und Frankreich.